Ja, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freunde, liebe MitstreiterInnen, es ist für mich wirklich nicht nur eine Ehre, sondern auch eine ganz besondere Freude, hier mich um die Kandidatur zu bewerben, hier, wo ich auch zu Hause bin, um die Ecke in Fürstenberg. Ihr konntet aus der Einladung ja schon auch einiges über mich biografisch lesen, damit möchte ich euch jetzt nicht langweilen, das reicht ja einmal. Und wie schon erwähnt wurde, habt ihr wahrscheinlich in der Öffentlichkeit am meisten von mir erfahren als Digitalpolitikerin, als die netzpolitische Stimme der Linksfraktion, als Obfrau im Digitalausschuss, als Beiratsmitglied in der Bundesnetzagentur, da wurde ich dauernd zu 5G gefragt zum Beispiel, oder auch in der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz. Meine Themenpalette ist da unglaublich breit, was es wahnsinnig spannend macht. Da geht es mal um die Zukunft der Arbeit, mal um die Digitalisierung der Verwaltung, mal um digitalen Verbraucherschutz, also zum Beispiel ein Recht auf Reparatur, dass man nicht ständig Handys neu kaufen muss, nur weil das Akku nicht sich wechseln lässt. Es geht auch um digitale Bildung, Glasfaser, um Funklöcher. Es geht aber auch um sehr unangenehme Themen. Es geht um Hass im Netz. Es geht um digitale Gewalt gegen Frauen oder autonome Waffensysteme, die Menschen umbringen. Mein Anspruch dabei war aber immer, das, was für mich sofort auf der Hand liegt, anderen auch nachvollziehbarer zu machen, nämlich die enge Verbindung zwischen linken Kernthemen mit dem Thema der Digitalisierung, mit dem ja nicht alle gleichermaßen viel anfangen können. Unsere Werte wie Teilhabe, wie soziale Gerechtigkeit oder auch wie Frieden. Ich will das mal an nur drei Beispielen ein bisschen illustrieren. Erinnern wir uns an den Lockdown, als die Schulen geschlossen haben. Welche Kinder waren denn am meisten ausgeschlossen von Teilhabe an Bildung in dieser Zeit? Das waren wieder die armen Kinder und es waren die Kinder in ärmeren Kommunen. Die hatten keine Laptops und keine Tablets und zu Hause hatten sie auch kein Internet. Jetzt kommt die Bundesregierung und will natürlich viel zu spät, aber auch nur Leihcomputer für solche Kinder verfügbar machen. Auf denen kann man nicht mal Programme installieren. Mit gleichwertiger Teilhabe zu anderen Kindern im Vergleich hat das nichts zu tun. Da hat uns die linke Regierung in Uruguay schon im Jahr 2005 was vorgemacht. Seitdem kriegen in Uruguay die Erstklässler einen Laptop zur Einschulung geschenkt und die dürfen den behalten. Zweites Beispiel. Deutschland ächtet immer noch nicht autonome, tödliche Waffensysteme, obwohl es im Koalitionsvertrag steht. Als Mitglied der Enquete-Kommission war ich Projektgruppenleiterin für das Thema Künstliche Intelligenz und Staat. Ich habe mir einen Wolf argumentiert, dass wir das in die Handlungsempfehlungen an die Bundesregierung reinkriegen und ich bin an der GroKo gescheitert. Die konnten sich nicht zu dem Satz durchringen, dass wir als Land diese tödlichen autonomen Waffensysteme sofort ächten. Ich finde das absolut skandalös und meine Meinung dazu könnt ihr im künftig, also im relativ bald veröffentlichten Sondervotum der Linksfraktion auch lesen. Drittes Beispiel. Die Veränderung der Arbeitswelt. Wenn Berufe aussterben oder wenn Berufe sich verändern, wen wird es denn zuerst und am meisten treffen? Das werden zum Beispiel die geringer Qualifizierten sein, weshalb wir zum einen endlich ein lebenslanges, offenes, kostenfreies und barrierefreies Bildungssystem brauchen, aber natürlich auch eine soziale Sicherung in dieser Zeit. Ich weiß, dass nicht alle die gleiche Überzeugung teilen. Für mich ist dafür das Beste eine Art soziale Revolution, die für mich auch im bedingungslosen Grundeinkommen steckt. Und natürlich sind es auch Fragen der Umverteilung. Christian hat das genau auf den Kopf getroffen. Da geht es natürlich auch um Fragen wie der Vermögenssteuer. Aber es geht ja auch darum, wer zahlt denn eigentlich Sozialbeiträge? Wenn immer mehr Software und Roboter Wirtschaftsleistungen schaffen, die zahlen doch keine Sozialbeiträge. Aber die Alten und Kranken gehen doch davon nicht weg. Die müssen ja immer noch finanziert werden. Da brauchen wir völlig andere Finanzierungssysteme. Da muss man jetzt mal drüber nachdenken und diese Bundesregierung macht das nicht. Ich habe aber noch andere Themen. Also wirklich nicht bloß Digitalisierung im Bundestag, zum Beispiel Geschlechtergerechtigkeit, befasse ich mich schon echt lange mit. Uralte Themen wie Lohngerechtigkeit. Ganz aktuell haben wir das Thema Parität im Bundestag. Jetzt am Freitag haben wir drüber gesprochen. Wisst ihr, was die Bundesregierung möchte? Die sagt ja auch, dass sie es schlecht findet, dass wir zu wenig Frauen im Bundestag haben. Das ist so geringer Wert wie Mitte der 90er Jahre. Ja, wir sind bei 30%. Da sagen die, sie wollen eine Kommission einsetzen, die bis 2023 drüber nachdenkt, wie man das eventuell ändern kann. Bis 2023. Ich habe die Nase gestrichen davon voll.
70% Männer im Bundestag im Moment haben darüber entschieden, ob GynäkologInnen auf den Webseiten erwähnen dürfen, welche Abtreibungsmethoden sie vornehmen. Das ist heute strafbar. Wir hatten in der DDR seit 1972 ein freies Selbstbestimmungsrecht für Frauen für die ersten 12 Wochen der Schwangerschaft. Wir haben das immer noch nicht und 70% Männer entscheiden darüber. Wenn ich mich anhöre, als würde es mich aufregen, liegt es daran, dass ich mich aufrege. Es macht mich echt wütend. So, anderes Thema, das mich aufregt, ist, dass wir 30 Jahre nach der Wiedervereinigung immer noch keine Gleichberechtigung zwischen Ost und West haben. Wir kämpfen immer noch für gleiche Renten, für gleiche Tariflöhne. Selbst die Mütterrente wird für Ostmütter geringer bezahlt als für Westmütter, als wären Kinder hier einfacher zu erziehen. Das ist ein weites Feld, ich muss ein bisschen abkürzen, weil wenn ich mich aufrege, wäre ich immer zu lang und da wird hier auf die Uhr geguckt. Das wurde schon von Christian freundlicherweise erwähnt, aber tatsächlich auch sehr viel Wahlkreisarbeit. Da erweitert man seinen Horizont, man kommt raus aus Berlin, raus aus dem Thema Digitalisierung und rein in die zwei wirklich großen Wahlkreise. Und da erlebt man dann, was die Auswirkungen der Bundespolitik eigentlich auf die Fläche sind. Auch da vielleicht mal ein paar Beispiele, was mir so begegnet ist in den letzten 3 Jahren. Ich habe zum Beispiel diverse Landwirte besucht. Ich war in Großkreuz, in Gransee oder in Hoppenrade zum Beispiel. Und da hat mir ein Obstbauer erzählt, dass er 20 Tonnen Sauerkirschen am Baum vergammeln lassen musste, weil die Supermarktketten ihm gesagt haben, du aus Griechenland, da kriegen wir die Kirschen so und so billig, wenn du das nicht toppen kannst, dann nehmen wir halt deine nicht. Weil zum Beispiel CO2 nicht bepreist wird für die mehrere tausend Kilometer Lkw-Fahrt und weil es dort diese Mindestlöhne nicht gibt, musste dieser Bauer seine Kirschen am Baum lassen. Und wir haben halt die gekriegt, die einmal durch Europa gefahren sind. Das ist Preisdumping durch Handelsketten und auch da könnte Bundespolitik etwas tun. Ich war in Krankenhäusern, zum Beispiel in Gransee, habe mit ÄrztInnen gesprochen, die selber zugegeben haben, wie ihre eigene Arbeit beeinflusst wird durch die Privatisierung und die Kommerzialisierung im Gesundheitswesen. Die wollen das nicht, aber sie müssen so handeln. Pflegekräfte haben mir erzählt, wie sie die Schnauze voll davon haben, dass der Bundestag aufsteht und für sie klatscht. Die wollen endlich bessere Arbeitsbedingungen und mehr Geld. Das haben wir den anderen Mitgliedern im Bundestag diese Woche auch unter die Nase gerieben. Da haben wir nämlich einen Antrag eingebracht zur Unterstützung des Kampfs der Gewerkschaften für eine Gehaltserhöhung im öffentlichen Dienst. Hat die GroKo natürlich abgelehnt, hat übrigens auch die AfD abgelehnt. Wenn die wieder mal irgendwelchen Leuten bei euch erzählen, die seien die Partei des kleinen Mannes oder der kleinen Frau, wobei Frauen erwähnen die nie. Die haben gesagt, das wäre ja eine unrechtmäßige Bevorzugung des öffentlichen Dienstes, deswegen darf man Pflegekräfte nicht besser bezahlen. Wie bescheuert kann man eigentlich sein? Ich habe aber auch ganz tolle Sachen erlebt. Ich habe die Stärke der Zivilgesellschaft gesehen, beim Arbeitslosenservice und der Tafel in Oranienburg, beim THW in Gransee, bei Willkommensinis zum Beispiel in Falkensee. Ich habe Erfahrungen ausgetauscht aus 5 Jahren eigener Flüchtlingshilfe. Und manchmal konnte ich auch ein bisschen helfen, zum Beispiel durch Spendenchecks des Fraktionsvereins, in dem ich ja selber Mitglied bin und in dem wir neben Mitgliedsbeiträgen auch unsere Diätenerhöhung ganz brav reinspenden. Wir stimmen nämlich nicht nur dagegen, wir behalten die auch nicht. Das ist zum Beispiel an das Tierheim in Tornow geflossen. Was es aber braucht, weil das sind ja winzige Pflaster, die füllen nur sehr kleine Löcher, es braucht endlich ein Demokratiefördergesetz. Und das versuchen wir im Bundestag durchzukriegen. Dahinter verbirgt sich eine strukturelle, nachhaltige Förderung von gut funktionierender Zivilgesellschaft. Nicht mehr das Hangeln von Projekt zu Projekt, das ist doch bescheuert. So kann man Zivilgesellschaft und Demokratie nicht stabilisieren. Genau das brauchen wir jetzt aber besonders. Unsere Region ist aber auch bedrückende Geschichte, zum Beispiel hier um die Ecke von Sachsenhausen oder um die Ecke von meinem Haus in Ravensbrück. Das sind Mahnmale, die erinnern uns. Und leider, nie wieder Faschismus ist heute keine Selbstverständlichkeit mehr. Wir müssen heute demokratische Grundrechte wieder verteidigen gegen Ewiggestrige, gegen Rassistinnen, die tatsächlich wieder sagen, dass man Migranten erschießen oder vergasen soll. Wir müssen mehr denn je Erinnerungen wachhalten. Rassismus ist der direkte Weg in den Faschismus und das lassen wir nicht zu. Unsere Antwort muss internationale Solidarität sein und das geht auch im Kleinen und vor Ort. Ich habe mich in den letzten Tagen mit meinem Mann um 2 geflüchtete Kinder gekümmert, deren Mama im Krankenhaus war.
Ich habe auch meine alleinerziehende syrische Freundin bei einem Elternabend vertreten und immer wieder erkläre ich Behördenbriefe per Messenger. Es sind manchmal so ganz kleine Dinge, die den Unterschied machen, und für mich ist das gelebter Antifaschismus. Die Lage einer Region hängt aber auch von der Wirtschaft ab. Deswegen sprach ich mit dem Betriebsrat vom Bombardier in Hennigsdorf, mit Beschäftigten im Amazonlager, aber auch mit Start-ups, zum Beispiel auch in Hennigsdorf, oder mit KMU wie Körber und Körber in Birkenwerder, die echte Spitzentechnologie machen, aber mir erzählt haben, dass sie von ihren Kunden die Dateien per USB-Stick im Brief kriegen, weil dort das Internet so grottenschlecht ist. Apropos Internet. Ich habe ja schon erwähnt, ich bin im Beirat der B-Netz A und in verschiedenen Ausschüssen. Da dränge ich seit 3 Jahren auf kommunalen Glasfaserausbau. Ich bin für Infrastruktursozialismus. Daseinsvorsorge gehört nämlich nicht in die Hand von Konzernen. Das können wir in Schweden sehen. Die machen seit vielen Jahren, seit Jahrzehnten eigentlich schon, kommunalen Internetausbau. Die haben Internet überall, die haben es billig und die haben es richtig schnell, auch im Wald und auf der Insel. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. In Deutschland haben wir nicht mal 5% Glasfaser am Haus anliegen. Köln übrigens hat 80%. Hat sich mal einer gefragt, warum Köln da so ein seltsamer Ausreißer ist? Köln hat Net Cologne. Weiß jemand, warum Net Cologne da ausbaut und wer das eigentlich ist? Das ist ein Unternehmen, das zu 100% den Stadtwerken und der Stadt Köln gehört. Deswegen hat Köln 80% Glasfaser. Und deswegen setze ich mich dafür ein im Bund, dass wir endlich die Breitbandförderung so ändern, dass kommunaler Breitbandausbau nicht mehr benachteiligt, sondern bevorzugt wird. In Fürstenberg versuchen wir, mein Mann, ich und noch ein paar Superenthusiasten, linke Infrastrukturpolitik von der Vision in die Praxis umzusetzen. Unser Plan ist in den nächsten 1,5 Jahren ein flächendeckendes, kostenfreies WLAN für die ganze Stadt Fürstenberg zu machen. Denn wir haben zum Beispiel 30 Laptops an bedürftige Kinder in der Corona-Krise ausgegeben als Havel-Lab-Verein. Aber wir haben festgestellt, ohne Internet reicht es halt nicht. Deswegen machen wir da jetzt auch Internet und zeigen, das geht auch ohne Konzerne. Bei digitaler Bildung generell kann ich sagen, da rede ich nicht nur, da packe ich auch an. Ich habe an 11 Bildungseinrichtungen Klassensätze von Calliope Mikrocomputern gespendet und die erste Unterrichtsstunde, die habe ich immer selber gegeben und hatte echt großen Spaß dabei, wie die Kinder Bock auf Technik kriegen. Im Verstehbahnhof in Fürstenberg, da haben wir eine Station junger Techniker und Naturforscher für die digitale Zeit aufgebaut. Ein Makerspace, der Kindern kostenlosen Zugang zu Technologie ermöglicht, in gleicher Weise wie Bibliotheken das für Bücher machen. Heute braucht man nämlich eine Demokratisierung von Produktionsmitteln und ein früh Heranführen von Kindern an diese Technik. Das ist kostenfrei, es ist barrierearm. Sie können Mädchen und Jungen, Geflüchtete und Einheimische Roboter bauen, programmieren lernen, 3D-drucken und lasern, worauf immer die Bock haben. Diese Produktionsmittel, die ja quasi uns gemeinnützig gehören im Verein, haben wir in Corona-Zeiten genutzt, um gemeinsam mit anderen offenen Werkstätten über 10.000 Gesichtsvisiere in Fürstenberg auszugeben. An die Region, aber es sind auch welche gegangen, 1.000 glaube ich waren es oder 2.000, an Kinderkrankenhäuser in den Kongo und auch nach Syrien. Als Schulen in der Corona-Zeit, die wir ja immer noch haben, keine Bildungsplattform für digitales Lernen hatten, da haben wir bei unserem Rechenzentrum im Keller einen ganzen Serverschrank nur für Bildungsprojekte und gemeinnützige Projekte eingerichtet. Da laufen jetzt Bildungsserver der Schulen der Region und Videokonferenzsysteme, die nichts kosten. Was mein Mann Daniel und mich verbindet, ist, dass wir konkrete Visionen für die gemeinwohlorientierte Digitalisierung einfach machen. Wir setzen die um, wir zeigen, das sind nicht abgedrehte Visionen, die Anke da im Bundestag fordert, das geht in echt und wir machen das zum Sehen und zum Anfassen. Ich will auch künftig Bundespolitik mit der Region verbinden. Ich möchte, dass die Altkreise besser zusammenwachsen. Immer noch gibt es ja große Unterschiede zwischen dem Speckgürtel und dem Nordkreis. In Fürstenberg versuchen wir das gerade ein bisschen umzudrehen, mal gucken, wie weit wir das schaffen. Ich will eine Brücke schlagen zwischen Kommunen, zwischen Land und Bund und zeige das auch mal kurz an digitaler Bildung, wie wir es machen. Verstehbahnhof habe ich schon erzählt, aber für die Fürstenberger Drei-Seen-Grundschule habe ich auch das Medienkonzept mitgeschrieben und den Digitalpakt-Antrag ausgefüllt. Für unsere Landtagsfraktion habe ich geholfen, einen Antrag zu digitaler Bildung zu stellen. Ich habe einen Workshop zum Thema gegeben und wenn mich aus der Landtagsfraktion jemand anruft und irgendwie einen Rat braucht, dann kriegen die den immer von mir.
Das, was ich da aber höre an konkretem Feedback, was schiefläuft in der Praxis, das landet 1:1 im Digitalausschuss im Bundestag, im Bildungsausschuss, wo ich stellvertretendes Mitglied bin. Und das kriegen die aufs Brot geschmiert mit ganz konkreten Forderungen der Linken, wie es anders laufen soll. Jetzt komme ich zum Schluss. Wahrscheinlich habe ich schon meine 15, ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Mein letzter Punkt. Eine wirklich große Aufgabe, die ich mir auch zu eigen mache, die wir aber alle irgendwie hinkriegen müssen. Wir müssen eine positive Vision von Zukunft zeichnen. Das heißt nicht, dass man Missstände nicht scharf kritisiert. Das werde ich immer auch weiterhin tun. Aber wir müssen Alternativen aufzeigen, die Hoffnung machen, die zusammengenommen ein großes, ganzes Bild ergeben, die man sich vorstellen kann und für die es sich lohnt, auf der linken Seite zu stehen. Und das müssen wir nicht so abstrakt machen, dass man unterwegs verloren geht oder dass es sich so anhört, nur wie die alten Klassiker, die sind völlig in Ordnung, aber das reicht nicht. Wir müssen das mit Leben füllen. Wir müssen das in praktischen Bildern zeigen, die man sich vorstellen kann. Ich habe versucht, das ansatzweise zu beschreiben. Ich glaube, dass das der Weg, den wir gehen müssen, um das, was uns noch anklebt, als Partei der Vergangenheit endgültig loszuwerden und die Partei für die Zukunft zu werden, die für den sozial-ökologischen Wandel, die sich den Slogan von Fridays for Future zu eigen macht, System Change, not Climate Change. Das will ich mit euch im Wahlkampf machen. Ich hoffe, da sind wir alle miteinander dabei. Ich möchte mit euch ein starkes Ergebnis erreichen, würde mich super freuen, wenn ihr mir für den Wahlkampf ordentlich Rückenwind gebt mit eurer Stimme und wenn ihr noch Fragen habt, löchert mich. Danke.